Ich richte das nicht nach Publizität aus. Ja? Und es ist eigentlich auch so, dass wenn jemand, das habe ich letztes Mal gesagt, wenn jemand einmal vorbeikommt, etwas gelernt hat für seinen Weg, für ihren Weg und dann lange, lange Jahre gar nicht auftaucht, das halte ich für wichtiger, als jemanden immer wieder zu unterhalten. Der kommt immer wieder und lenkt sich von dem, worum es in seinem Leben geht, eigentlich ab. Also er sucht Unterhaltung. Das kann man, darauf ist das hier aber nicht ausgelegt. Es ist wirklich mehr in Richtung Selbsterkenntnis. Also Körperwahrnehmung ist ein Teil, ein großer Teil der Selbsterkenntnis. Wie gesagt, es ist Ganzkörperwahrnehmung und da festzustellen, was dem inneren Lächeln im Wege steht. Das ist enorm lehrreich und wirklich gut fürs ganze Leben und gesundheitsfördernd. Ernsthaft. Ich weiß gar nicht, wozu ich jetzt Bock habe. Ich mache einfach irgendwas. Ja, einmal noch den Schnabelklaps. Also ihr könnt das schon alles nachgucken. Wir haben es ein paar Mal gemacht. Es bleibt uns erhalten bis zum Ende dieses Monats. Das gibt mir auch ein bisschen Freiraum, selber ein paar Sachen auszuprobieren, hier auch vor der Kamera euch zu zeigen. Aber jetzt erst nochmal diese Geschichte. Das, was noch fehlte, war eigentlich die, wie kommt die Schnabelhand zustande? Also diese hier, das war ein Schnappschuss. Ich gehe rüber und kann die drehen. Und die rechte Hand geht ein wenig nach unten und greift hier im Moment der Hüftverlagerung, Gewichtsverlagerung mit Hüftdrehung, etwas und kommt dann ein bisschen nach oben. Den machen wir nochmal. Das ist das Letzte, was fehlt eigentlich. Das habe ich mit Absicht etwas zurück, nicht zurückgehalten. Also von der Darbietung, von der Vermittlungsstrategie ist halt das jetzt das die letzte Feinheit, wenn man will. Es geht da, sind wir das unser Schnappschuss. Beide Hände sinken ein wenig, die rechte bereitet sich schon ein bisschen auf etwas vor, zu greifen, greift und kommt hier wieder nach oben. Und das hat man. Öffnen in der Hüfte, 90 Grad, Gewichtsverlagerung nach vorne, die Schnabelhand bleibt da, wo sie war. Und ich kann euch das nur empfehlen, also diese einzelnen Schnappschüsse als Entspannungsübungen zu nehmen, also da wirklich ein bisschen drin zu sich zu bewegen und zu spüren, was hat das für Auswirkungen, wie weit ich die Hände aufstelle. Das hier ist natürlich auch zu lernen, dass das fließend wird. Den Schritt. Und das. Also die Bewegung mit den Armen, das war das, was noch fehlte. Aber wir machen das, wie gesagt, nochmal.